Seit Jahrtausenden siedelt der Mensch in der Nähe von Flussläufen. Immer weiter ist er dabei in die Überflutungsgebiete der Flüsse vorgedrungen. Durch Flächenversiegelung, Klimawandel und Begradigung der Flussläufe nimmt das Ausmaß der Hochwasserschäden zu. Schutz vor stärkeren Hochwassern wird daher immer wichtiger. Der 16. März 2018. Spatenstich für eine der größten Hochwasserschutzmaßnahmen in Bayern. Das Großprojekt am Stöger Mühlbach soll mehr Überschwemmungsfläche schaffen, in der sich das Hochwasser kontrolliert verteilen kann. So sollen in Zukunft die Anwohner und das von ihnen genutzte Land besser geschützt werden. Der heutige Spatenstich für die zweite Deichlinie zum Stöger Mühlbach ist der Beginn für eine gravierende Verbesserung des Hochwasserschutzes, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für viele Ober- und Unterlieger an Isar und Donau. Schwer zu vergessen ist die Katastrophe des 100-jährigen Hochwassers 2013. Eine Fläche so groß wie der Tegernsee wurde damals am Zusammenfluss von Donau und Isar überschwemmt. Mehrere tausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen und verloren ihr Hab und Gut. Die seit etwa 100 Jahren bestehenden Deiche reichen zum Schutz der Anwohner nicht mehr aus. Deshalb entstehen neue Deiche im Bereich der Isarmündung. Von der dort liegenden Ortschaft Isarmünd bis hinter die Dörfer Niederalteich und Thundorf in Richtung Passau wird die neue, bis zu 5 Meter hohe Deichlinie verlaufen. Sie soll in Zukunft Schäden durch 100-jährliche Hochwasserereignisse verhindern. Besonders betroffen ist die Gemeinde Moos, die bis an die Isarmündung heranreicht. Ich weiß immer noch diesen Montag, wie er mit der Bürgermeister angerufen hat, dass Isarmünd evakuiert werden muss. Es besteht die Gefahr eines Dammbruches. Und dann sind wir dahinter gefahren, haben wir informiert, haben wir miteinander ausgeräumt, haben wir Leute, Käufer, Ältere weg, das wegkommen. Und denen auch die Situation zum Erklären, weil das war auch ganz schwierig. Mit Hochwasser haben wir die immer gelebt. Aber dass es auf einmal so schlimm wird, das war nie im Blickfeld. Diese Katastrophe führte zu der Entscheidung, den Hochwasserschutz an der Isarmündung erheblich zu verbessern. Für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen ist neben dem Wasserwirtschaftsamt auch das Landratsamt Deggendorf verantwortlich. Ja, generell gibt es jetzt deutschlandweit einen Ausbaustandard. Man schützt sich für das sogenannte 100-jährige Hochwasserereignis. Ich sage immer, es gibt keine 100-prozentige Sicherheit. Das ist eine gewisse relative Sicherheit. Nach menschlichen Ermessen kommt so ein Ereignis einmal in 100 Jahren vor. Ich hoffe, dass es wir nicht mehr miterleben müssen. Doch die Thematik Hochwasserschutz ist nicht erst seit 2013 aktuell. Über Jahrzehnte hinweg wurden Isar und Donau durch Deiche begrenzt und ufernahe Gebiete besiedelt. Außerdem wurde das Flussbett der Donau für die Schifffahrt begradigt. Die meisten Deiche sind hier so in den 20er Jahren entstanden. Abgesehen jetzt von den Deichen direkt an den Ortschaften, die schon früher gebaut worden sind, um die Ortschaften vor dem Hochwasser zu schützen. In der ursprünglichen Auffläche, hier grün dargestellt, konnte sich das Hochwasser verteilen, ohne Schaden anzurichten. Der Vergleich mit der heutigen Ausdehnung der Aue zeigt, wie gravierend der Verlust durch den menschlichen Eingriff ist. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen ihre Siedlungen an der Isarmündung stetig vergrößert und immer mehr Flächen landwirtschaftlich genutzt. Heute zählt allein die Gemeinde Moos über 2000 Einwohner. Erst durch das Einengen des Flusses mit Deichen ist das Hochwasser zur Gefahr und zum Problem geworden. Dann wären die großflächigen Auen noch da. Hochwässer würden sich weit aufs Land verteilen. Es war ja schon immer besiedelt und die Menschen haben auch verstanden, mit dem Hochwasser zu leben. Idealerweise würde man dem Hochwasser den Raum lassen, den es benötigt. Die neue Deichlinie muss also Fehler aus der Vergangenheit ausgleichen. Es ist eine historische Entwicklung. Wir sind halt im Laufe der Jahrhunderte den Flüssen zu sehr an den Leib gerückt, hat man Auwälder abgeholzt und so weiter, Wiesen trockengelegt. Und das hat sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Und auf einmal spürt man, wir haben den Flüssen
zu viel Lebensraum weggenommen. Um diese Flächen zu erhalten, werden im Rahmen der neuen Hochwasserschutzmaßnahmen die Deiche zurückverlegt. Dadurch kann sich das Hochwasser besser verteilen und wird nicht an flussabwärts liegende Siedlungen wie zum Beispiel die Stadt Passau weitergeleitet. Solche Deichrückverlegungen finden dabei an mehreren Standorten statt. Unter anderem im Bereich Thundorf wird der bestehende Deich abgetragen und eine neue und höhere Deichlinie mit einer Höhe von bis zu 5 Metern etabliert. Dadurch entsteht eine breitere Rücklauffläche für die Donau. Im Bereich Isarmünd dagegen bleibt der alte Deich bestehen. Im Zusammenspiel mit der neu angelegten höheren Deichlinie entsteht ein Becken, das bei einem Hochwasser die Wassermassen aufnimmt. Dieses Becken wird auch Polder genannt. Hierdurch können sich die Wassermassen nicht mehr in besiedelte Gebiete ausbreiten. Zudem entstehen entlang des Deiches je 2 sogenannte Schöpfwerke und Siele. Im Normalzustand sind die Siele geöffnet, sodass das binnenseitig anfallende Wasser ungehindert in Richtung Donau abfließen kann, ohne dass Pumpen zum Einsatz kommen müssen. Bei Hochwasser werden die Siele geschlossen, um den Rückstau zu verhindern und damit der zu schützende Bereich nicht überflutet wird. Das durch aufsteigendes Grundwasser, Niederschlag oder durch geschlossene Siele und unterbrochene Gewässer anfallende binnenseitige Wasser wird dann über die Schöpfwerke aktiv in die Donau gepumpt. Geplant wurde die neue Deichlinie durch das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf. Der Teilabschnitt am Stücker Mühlbach wird dabei als einer der ersten realisiert. Wir haben im Frühjahr 2016 begonnen, die Betonbauwerke zu erstellen, also die Siele und Schöpfwerke in erster Linie. Im Frühjahr 2018 hat der Bau der Deiche begonnen und die Fertigstellung ist vorgesehen im Wesentlichen im Jahr 2020, wobei wir Restarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2021 abschließen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme einschließlich naturschutzfachlichem Ausgleich belaufen sich auf rund 31,5 Millionen Euro. Nicht nur die hohen Kosten, auch der Flächenbedarf hat Konflikte hervorgerufen, die in der Planung gelöst werden mussten. Die neue Deichlinie wird außerdem den freien Blick auf die Berge des Bayerischen Waldes beeinträchtigen. Beim Bau von Hochwasserschutzanlagen habe ich natürlich immer viele Betroffenheiten, das ist klar. Wir verändern die Landschaft, wir verändern den Wasserabfluss bei Hochwasser, wir greifen in Verkehrswegebeziehungen, Sichtbeziehungen ein. Wir brauchen natürlich auch Flächen, das trifft die Landwirtschaft natürlich, eben die Deichaufstandsflächen. Sind ja doch relativ umfangreich. Wenn man hier schaut, in dem Bereich Hochwasserschutz Stöger Mühlbach, haben wir 22 Hektar Grund erworben, die wir zum großen Teil als Aufstandsfläche für die Deiche, für die Schöpfwerke brauchen, aber eben auch für Ausgleichsflächen, um eben diese naturschutzfachlichen Eingriffe zu kompensieren. All diese Aspekte mussten beim Bau berücksichtigt werden. In den betroffenen Ortschaften gab es daher zahlreiche Informationsveranstaltungen zum Bauvorhaben. Außerdem wurde die Umsetzung der geplanten Maßnahmen juristisch geprüft. Die Rechtsverfahren in dem Bereich wurden hier alle von unserem Landratsamt in Deggendorf abgewickelt und bin eigentlich sehr stolz, dass es eigentlich ohne Klage vonstatten gegangen ist. Die Landwirte, die existenzgefährdet sind, haben natürlich erste Priorität, dass die Ersatzland erhalten. Bei anderen können sie notfalls für so eine wichtige Maßnahme sogar enteignen. Es ist aber ohne Enteignungen abgelaufen. Dann geht es aber weiter. Sie brauchen für diesen neuen Deichbau eine ökologische Ausgleichsfläche. Und wir haben daneben auch noch Industrie- und Gewerbebetriebe bei uns hier, die sich langsam und stetig aber entwickeln wollen. Und so ist eigentlich wirklich ein Hype um die Grundstücksflächen bei uns im Landkreis entbrannt, das zurzeit nicht gerade lustig ist. Allein am Stücker Mühlbach soll der Deich 1,5 Kilometer lang und bis zu 30 Meter breit werden. Fläche, die den bisherigen Nutzern verloren geht. Und jetzt müssen wir wieder den Lebensraum ein Stück an die Flüsse zurückgeben. Das ist sicher in manchen Fällen schmerzhaft und auch nicht immer leicht. Aber gerade in unserer sehr intensiv genutzten Landschaft und einer besiedelten Landschaft, aber ich denke, dass trotzdem kein Weg vorbeiführt im Sinne des Gesamtinteresses des Hochwasserschutzes. Während das Bauprojekt vielen Sicherheit vor Hochwassern verspricht,
bedeutet es für die Ortschaft Isarmünd das Ende. Die etwa 20 Bewohner des Dorfes mussten ihre Häuser verlassen und ihre Heimat zum Schutz der Region aufgeben. Beim nächsten Hochwasser könnten im Bereich der Ortschaft bis zu 10 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden. Sollte in Zukunft der Schutz vor noch stärkeren Hochwasser nötig werden, könnten laut Landratsamt dafür weitere Flächen beansprucht werden. Neben den Anwohnern sind vor allem die Landwirte betroffen. Heinrich Leutner musste Teile seiner Felder verkaufen. 3 Hektar seiner Fläche werden in Zukunft für den Hochwasserschutz gebraucht. Die Grundsituation im Moos ist nicht so gut, weil einfach Landwirte da haben, die den Grund hergeben für den Damm, keinen Ersatzgrund kriegen, wenigstens nicht leicht kriegen. Und es ist sehr schwierig, wenn man halt einen Grund verkauft und das Geld kriegt man, das ist ganz klar. Aber man muss innerhalb 4 Jahren das Geld wieder in die Landwirtschaft einhängen. Und das ist natürlich sehr schwierig, da man einen Grund erwischt und da man einfach irgendwas kaufen kann. Finden die Landwirte nach 4 Jahren keinen neuen Grund, fallen auf die Entschädigung Steuern an. Doch gerade flussnahe Flächen werden für Deiche benötigt, um die dahinterliegenden Gebiete zu sichern. Also mit Deichbaumaßnahmen kann man Hochwasserschutz verbessern, aber einen wirklichen Hochwasserschutz kann man nur erreichen, indem man potenzielle Überflutungsfläche nicht bebaut, dass man draus bleibt aus diesen Flächen, die bei Hochwasser überflutet werden können. Die Isarmündung zählt zudem aufgrund ihres Artenreichtums zu den europäischen Schutzgebieten. Verbände und behördlicher Naturschutz waren deshalb in langen Verhandlungen um eine nachhaltige Lösung für den Hochwasserschutz bemüht. Wir haben uns auch intensiv auseinandergesetzt über verschiedene Deichrückverlegungsvarianten. Also wir konnten in dem Fall tatsächlich mal 2, 3 Varianten vorschlagen. Die sind durchgerechnet worden, also was bewirken die hydraulisch gesehen, wo sind da Vorteile, wo sind da Nachteile. Und wir haben uns von Seiten Bund Naturschutz hier mit der Wasserwirtschaft zunächst darauf geeinigt, dass wir die sogenannte kleine Deichrückverlegung an der Ortschaft Isarmünd mittragen, vor allem unter dem Aspekt, dass es mit dem Hochwasserschutz schnell vorwärts geht. Bis zur Fertigstellung der neuen Deiche gilt in den gefährdeten Ortschaften ein Baustopp. Die Einbeziehung des Naturschutzes bei der Projektplanung wird daher nicht immer verständnisvoll aufgenommen. Da haben die Menschen haben dann in einer Krise kein Verständnis, warum um eine Orchideenwiese herum der Deich herumgebaut wird und nicht hier mittendrin. Das sind Luxusfragen, die kann man irgendwann bei bestem Sonnenschein diskutieren. In einer Krise sehen die Menschen das ganz anders. Da es sich bei der Isarmündung aber um ein europäisches Schutzgebiet handelt, musste eine nachhaltige Lösung gefunden werden. Daher wurde hier eng mit der Naturschutzbehörde zusammengearbeitet. Auf den Verlauf der neuen Deichlinie am Stügger Mühlbach konnten sich schließlich alle Beteiligten einigen. Mit dem Bau von den Deichen greifen wir natürlich in naturschutzwertvolle Flächen ein. Um das zu kompensieren, legen wir unter anderem eine Ausgleichsfläche von 1,8 Hektar an. Wir gestalten die Deiche naturnah und ein weiterer Punkt ist auch im Hinblick auf die Fischfauna, dass wir hier ein Schöpfwerk mit Schneckentrog-Technik bauen, das als besonders fischfreundlich gilt und hier auch, ich sage mal, die Wanderung auch künftig ermöglicht. Das Naturschutzgebiet um den Stüger Mühlbach ist in seinem Aufbau nahezu einzigartig. Deswegen war es wichtig, die noch vorhandene Auffläche zu erhalten und diese so wenig wie möglich durch die Deichbaumaßnahmen zu beeinträchtigen. Denn neben dem natürlichen Hochwasserschutz ist die Aue vor allem ein einzigartiger Lebensraum für Flora und Fauna. Das kennzeichnende Merkmal dieser Landschaft hier ist die Dynamik. Das heißt also, man spürt hier alles. Man spürt das Niedrigwasser, man spürt das Hochwasser in der Aue. Man spürt die sogenannte Morphodynamik. Das heißt also, die Standorte können sich ständig verändern.
der Fluss, wenn, vor allem wenn er Hochwasser hat, dann trägt er an der einen Stelle Material ab, an der anderen lagert er Kies und Sand und Schlick an. Das heißt also, man hat also sich ständig veränderte Landschaft hier. Und entsprechend vielfältig sind die Lebensräume und dann in der Folge entsprechend vielfältig ist die Tier- und Pflanzenwelt hier. Zahlreichen bedrohten Vogelarten wie Fischadler und Rohrweihe bietet die Aue ein Zuhause. Selbst der äußerst seltene Brachvogel hat hier eine seiner wenigen Brutstätten. Im Wasser finden sich sogenannte Donaubarsche. Dazu zählen unter anderem Schrätzer, Streber und Zingel, die sich in keinem anderen Flussverlauf finden lassen. Berühmt ist das Gebiet hier auch für die sogenannten Mollusken, das sind also Muscheln und Schnecken. Da, wenn man genau hinschaut, dann findet man in den Gewässern bis zu 70 verschiedene Arten und auch draußen in den Feuchtgebieten, Feuchtwiesen auch nochmal 70 Arten, also insgesamt so um die 140. Das ist in Mitteleuropa ein Spitzenwert. Also wir haben wirklich hier eine Arche Noah letztendlich, was also die Arten angeht. Die brauchen sogar ab und zu mal Hochwasser. Also Hochwasser gehört in die Aue und gehört nicht in die Keller oder in die Wohnzimmer der Leute. Die Vielfalt der Aue ist grundsätzlich ein Gewinn für den Menschen und damit auch die Anwohner. Zudem müssen die von Bauern abgegebenen Flächen keineswegs für die Landwirtschaft verloren sein. Eins muss man noch dazu sagen, also Hochwasserschutz beginnt nicht erst am Fluss, um den es dann geht, die Isar oder die Donau, sondern Hochwasserschutz muss aus unserer Sicht eigentlich das gesamte Gebiet umfassen. Wenn man irgendwo diskutiert, Aue zurückzugewinnen, dann sagt die klassische Landwirtschaft, das ist verlorener Raum, da kann ich kein Mais mehr anbauen, kein Getreide mehr anbauen, das ist sozusagen Flächenverlust. Mir geht das als Landschaftsökologen nicht ganz ein, weil die Aue im Prinzip der produktivste Raum ist, den wir haben bei uns in der Landschaft. Und wir würden ganz gern da entsprechende Nutzungsmöglichkeiten finden, zusammen mit der Landwirtschaft, dass die Böden wieder aufnahmefähiger werden, wieder lebendiger werden, banal gesagt wieder mehr Regenwürmer drin sind, weil die liefern die Grobporen, in die das Regenwasser dann einsickern kann. Der Naturschutz war im Bereich der Isarmündung ein wichtiges Kriterium bei der Planung der Deichbaumaßnahmen. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier um einen Kompromiss, der zum Schutz vor Überflutungen geschlossen werden musste. Bleibt die Landschaft hier erhalten, hat dies positive Folgen für Pflanzen, Tiere und Menschen. Also die Deichrückverlegungen schaffen neue Lebensräume, neue Naturlebensräume. Ich kann für die jüngere Generation, die nachfolgende Generation nur hoffen, dass hier das als Naturlebensraum erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, natürlich steht der Schutz der Menschen absolut im Vordergrund. Da hat alles andere zurückzustehen. Deswegen möchten wir aber auch nicht gewaltsam unsere Heimat zerstören. Und ich glaube, wir sind in einem sehr fruchtbaren Dialog, kann man jetzt dann auch das Ergebnis sehen. Und ich glaube, mit dem werden viele Generationen noch sehr gut leben können. Katastrophenhochwasser, und seien sie noch so selten, bleiben für Menschen in Flussnähe weiterhin eine Bedrohung. Wie sich der neue Hochwasserschutz auf Mensch und Natur in der Region auswirkt, werden die kommenden Jahrzehnte zeigen. Wichtig ist, dass auch in den Folgejahren langfristige Maßnahmen getroffen werden, die sowohl die Menschen schützen, als auch die einzigartige Aulandschaft bewahren. Ganz im Sinne eines entspannten, nachhaltigen Lebens an der Donau.